Hallo, Freunde des Rechts, sage ich am Anfang immer. Ich bin heute auf die Suche gegangen nach einem Experten für Arbeitsrecht. Ehrlich gesagt, ich habe nicht lange gesucht, weil ich wusste natürlich, dass der Kollege Stühler-Walter, der Philipp, auf YouTube unterwegs ist und schon ganz viele interessante Videos gemacht hat zu auch Corona und vielen anderen Fragen aus der Arbeitnehmersicht. Und Arbeitsrecht ist ja so eine Sache, Philipp. Wie kommt es eigentlich, dass manche nur Arbeitnehmer und die anderen nur Arbeitgeber vertreten? Kann man nicht beides machen? Dann hätte man auch doppelt so viel Zielgruppe. Ich kenne tatsächlich eine Menge Leute, die beides machen und ich finde es manchmal für mich persönlich ein bisschen strange, wenn man dann um 19 Uhr Güteverhandlung ist und da sitzen die Kollegen, die dann also auf der einen Seite Vorträge darüber halten, dass der Beklagte ja doch ein typischer Arbeitgebervertreter ist, Sklaventreiber und Ausbeuter, und 10 Minuten später sitzen die auf der anderen Seite und erzählen, das sei ein typischer Arbeitnehmer, will nicht arbeiten, ist nur krank. Muss ein jeder für sich selber überlegen, wie er das handhabt. Ich persönlich, ich komme aus einem sozialdemokratischen Haushalt und aus der Gewerkschaftsbewegung. Für mich hat sich die Frage nie gestellt, welche Seite ich vertreten Klare würde. Sache. Das war auch der einzige Grund, warum ich überhaupt mit fast 30 nochmal studiert habe. Es war auch da völlig klar, ich würde Arbeitsrecht machen. Und es war auch vollkommen klar, schon zu Beginn des Studiums, es wird die Arbeitnehmerseite und es werden die Betriebsräte sein. Wir kommen nochmal zu dem Lebenslauf. Die Frage merke ich mir nochmal vor, aber ich möchte mal in die Sache reinkommen. Und zwar erreichte mich heute eine Anfrage von einem YouTube-Zuschauer, der fragte, er ist Arbeitnehmer, also insofern Mandant von dir potenzieller, und das war jetzt mal einer, der nicht sagte, mein Arbeitgeber gängelt mich hier mit 2G, 3G-Testen und so weiter, sondern er macht sich Sorgen, weil er zu einer Veranstaltung gehen soll und er weiß, bei dieser Veranstaltung wird die Hälfte seiner Belegschaft, also von seinem Unternehmen, nicht geimpft sein und vielleicht andere Teilnehmer auch nicht, und er macht sich Sorgen, weil er Risikogruppe ist, er ist zwar doppelt geimpft, Booster steht erst im nächsten Jahr an, und er sagt sich, wie kann ich eigentlich, ja, was kann ich unternehmen? Kann ich verweigern, da hinzugehen? Was passiert da? Eigentlich klassische Fragestellung für einen Arbeitnehmeranwalt. Aber ich will noch kurz ausholen, warum ich auf dich gekommen bin, lieber Philipp. Ich habe nämlich gesehen, auf YouTube sind sehr viele Arbeitsrechtler unterwegs und die meisten Kollegen von uns sind unterwegs und schimpfen die ganze Zeit über die rechtswidrigen, verfassungswidrigen Maßnahmen, sagen dann zwar so in einem Halbsatz, naja gut, aber die Gerichte werden es trotzdem so und so sehen, aber ich bin voll auf eurer Seite und sehe es überhaupt nicht ein, dass man sich impfen und testen muss, das ist doch jedermanns eigene Entscheidung. Du hast eine etwas differenziertere Sicht, wobei wir Juristen sollen ja nicht unsere persönliche Sichtweise verkaufen, sondern eigentlich Vorschau, eine Prognose dafür abgeben, was ein Gericht sagt. Trotzdem, wie hältst du es mit Impfungen und Schutzmaßnahmen? Also ich bin geimpft zweimal. Ne? Ich habe auch alles dran gesetzt, möglichst schnell geimpft zu werden. Da waren auch wirklich pure egoistische Motive erstmal im Vordergrund. Ich habe nämlich keine Lust, krank zu werden. So einfach ist das. Ich tue ansonsten meinem Körper nicht allzu viel Gutes, aber Corona finde ich irgendwie total mies. Muss nicht sein. Generell, ich bin auch, da stehe ich auf dem Stand der Wissenschaft, das Ding hilft uns allen und je mehr sich impfen lassen, desto besser. Das ist einfach so, würde ich mal behaupten. Ne? Und die Corinna ist eine blöde Kuh und je eher wir uns irgendwie einigermaßen vernünftig verhalten, womit die Deutschen so ihre Probleme zu haben scheinen, desto eher haben wir das Ding auch hinter uns. Also die Israelis gehen da ja ganz anders mit um, als wir das tun. Bei denen hinterfragt das auch keiner großartig, was nicht daran liegt, dass die irgendwie obrigkeitshörig wären. Sondern man muss auch einfach mal sehen, die Israelis leben seit 1948 im Krieg. Solche Situationen sind die gewöhnt und deswegen sind die es auch gewöhnt, ziemlich pragmatisch und flexibel schnell zu handeln. Das können die einfach. Also brutal gesagt, könnte man jetzt sagen, wir haben lange keinen Krieg mehr gehabt, das wir vielleicht mal, aber lassen wir das, wollen wir ja nicht haben. Ne? Ich wünsche auch den Israelis und die zukünftig Frieden, genauso wie ihren arabischen Nachbarn, das ist überhaupt kein Thema. Aber deswegen sind die da ein bisschen anders drauf, oder die Portugiesen, für die es überhaupt keine Frage gewesen ist, sich impfen zu lassen. Das scheint auch eine Mentalitätsfrage zu sein. Aber bevor ich hier rumphilosophiere, also ja, ich bin generell ein Unterstützer der staatlichen Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung. Ich bin ein Unterstützer des Impfprogramms. Ich wurde auch auf meinem Kanal schon dafür angefeindet, dass ich mal angemerkt habe, dass ich generell eigentlich sogar für eine Impfpflicht hier an der Stelle bin, weil anders scheint es nicht zu gehen. Ich hatte lange gehofft, dass es anders gehen könnte. Wir haben Impfpflichten ja an anderer Stelle auch. Wir hatten sie auch mal für die Pocken. Das Ergebnis ist, wir haben keine Pocken mehr mittlerweile.
Da kann man mal drüber nachdenken. Ich glaube nicht, dass sie kommen wird. Sie wird sich politisch nicht durchsetzen lassen. Dafür haben sie sich zu sehr aus dem Fenster gehangen, glaube ich. Das aber ist das bei Problem, jeder Maßnahme, natürlich als Juristen ist es auch unser Job zu gucken, ist das Ganze mit der Verfassung einigermaßen in Einklang zu bringen? Oder kann man möglicherweise ansatzweise vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch damit leben, wenn es so grenzwertig wird? Und bei grenzwertig, da sind wir uns, glaube ich, einig, da gehen schon Alarmglocken los beim Juristen. Es haben sich ja auch einige nachher durchaus als rechtswidrig herausgestellt, aber unser Rechtsstaat hat da auch ganz gut funktioniert. Die Gerichte sind ja entsprechend eingeschritten und solange das der Fall ist, bin ich da noch relativ beruhigt. Ich gestehe mal zu, dass die Leute, die jetzt gerade maßgeblich in Anführungsstrichen am Ruder sind, nämlich die wissenschaftlichen Mediziner oder die medizinischen Wissenschaftler, das sind ja keine Juristen. Die gucken ja in erster Linie, was ist eigentlich effektiv, was ist sinnvoll, gegen die Seuche zu machen und machen sich dabei nicht die juristischen Gedanken. Mhm. Das ist tatsächlich unser Job und es ist auch unser Job gegebenenfalls zu sagen, nee, hier ist eine Grenze überschritten, die wir nicht mitmachen. Also ich würde ohne weiteres, denke ich schon, auch jemanden, der sich weigert, sich impfen zu lassen und deswegen Schwierigkeiten am Arbeitsplatz kriegt, mit Blick auf die bestehende Rechtslage einfach auch zusehen, dass der zu seinem Recht kommt, auch wenn ich ihn persönlich da nicht verstehen kann. Ich habe tatsächlich gerade eine Mandantin, die möchte sich partout nicht impfen lassen. Ich habe da kein Verständnis für, ich versuche immer, sie ein bisschen zu überzeugen, aber sie möchte es nicht. Und man muss im Augenblick einfach sagen, es ist nicht verpflichtend, in keiner Weise, in keinem Beruf, an keinem Arbeitsplatz sich impfen zu lassen. Und solange das freiwillig ist, gilt das einfach. Auch wenn ich es selber falsch finde, dass es freiwillig ist. Mhm. Kommen wir mal zur Fallfrage und dann werden wir ein bisschen allgemeiner werden und nochmal die Fragestellungen aufwerfen, wo die Grenzen der Impfpflicht denn sein könnten. Jetzt hier dieser eine konkrete Fall. Da sagt jemand, er möchte am liebsten zu dieser Veranstaltung nicht hingehen, weil er befürchtet, dass er sich dort infizieren könnte. Und bei den derzeitigen Infektionszahlen ist das ja keine ganz absurde Vorstellung. Es kann durchaus sein, wenn da so und so viele Personen ungeimpft unterwegs sind, dass da ein paar Viren durch die Gegend fliegen. Von den Geimpften oder den Ungeimpften, aber mit einer höheren wahrscheinlich von den Ungeimpften. Was passiert, wenn er sagt, ich gehe da nicht hin? Direktionsrecht des Arbeitgebers, Abmahnung? Jetzt kommt der Jurist und kommt drauf an. Ja. Und so auf eine ganze Menge. Also generell, der Arbeitgeber ist zunächst mal verpflichtet, den Kollegen, der das angefragt hat, zu schützen. Wenn ich das richtig verstanden hatte, ging es darum, die so eine Vertreterversammlung oder sowas. Ja. Genau. Und wenn ich mir dann noch vorstelle, Vertreter sind ja Leute, die im Außendienst unterwegs sind in der Regel. Und wenn da die Hälfte auch noch ungeimpft dauernd bei irgendwelchen Kunden auftaucht, finde ich das schon spannend, unter uns gesagt. Ne? Also ich weiß nicht, ob ich Vertreterbesuch haben möchte und dann anschließend mich auf der Intensivstation wiederfinde. Ich würde jetzt mal sagen, bleiben wir doch kurz mal bei dem Punkt. Also zunächst mal allein der Umstand, dass ein Arbeitgeber, ein Unternehmen eine Vertreterflotte von ungeimpften Leuten durch die Lande schickt. Müsste man da nicht auch seine Kunden schützen? Also jetzt sind wir nicht mehr im Arbeitsrecht, sondern Handelsvertreterrecht, Vertragsrecht. Also ich könnte mir vorstellen, dass man eine Verpflichtung ableiten könnte, dass das Unternehmen seine Kunden darüber informiert. Übrigens, wir weisen darauf hin, unsere Vertreter sind zum großen Teil nicht geimpft, überlegen sich gut, ob sie die Tür aufmachen. Das würde ja mal zuerst mal voraussetzen, dass der Arbeitgeber überhaupt weiß, ob die Leute geimpft sind oder nicht. Ah, da ist der Finger gleich in der Wunde. Also, richtig, es gibt ja keine Verpflichtung, es dem Arbeitgeber zu erzählen, in keiner Variante. Selbst da, wo wir im Augenblick in vielen Bundesländern oder mittlerweile, glaube ich, in allen 16 Bundesländern in bestimmten Bereichen, also Kita, Schule, der gesamte Gesundheitsbereich, Pflege, eine 3G-Regelung haben, mit dem Ergebnis, dass die Leute tatsächlich auch testverpflichtet sind. Ja. Führt das ja trotzdem nicht dazu, dass die ihrem Arbeitgeber mitteilen müssen, ob sie geimpft sind oder nicht. Pragmatisch ist es natürlich, wenn man geimpft ist, ist einfach zu sagen, dass man sich nicht immer das Stäbchen in die Nase schieben muss alle 2 Tage. Mhm. Aber so manch einer möchte das einfach nicht und das ist ja auch sein gutes Recht. Ist zwar dann aber, er muss halt irgendwie nachweisen, dass er die 3G-Bedingungen erfüllt. Welches der 3Gs es ist, das muss er nicht sagen. Wobei ich mir mal vorstelle, wie schwierig das ist, das nicht zu offenbaren, wenn man mit dem Stäbchen in der Nase immer zur Arbeit kommt. Und dann ist er eigentlich offenkundig. Also wenn er sich ständig testen lässt, dann ist er wahrscheinlich nicht so richtig gut geimpft oder genesen. Ja? Und halte ich mal dagegen. Ich habe hier auch zu Hause immer noch ein Testkit rumliegen. Wenn ich mal so ein bisschen verschnupft bin oder Kopfschmerzen habe oder so, dann schiebe ich mir das Ding auch in die Nase, weil trotz Impfung, ich kann mich ja trotzdem anstecken. Und das Letzte, was ich ja möchte, ist ja irgendjemanden anstecken, der sich möglicherweise tatsächlich nicht impfen lassen kann, weil er irgendwie medizinisch vorbelastet ist oder unter 12 oder so.
Das möchte ich ja dann auch nicht. Also da gehe ich dann auch sicher. Es gibt auch Leute, die sagen, nee, das ist mir alles egal. Das geht meinen Arbeitgebern feuchten Kehricht an, ob ich geimpft bin oder nicht. Und dann schiebe ich mir lieber alle 2 Tage das Stäbchen in die Nase. Auch das gibt's. Und das dürfen die Leute. Der Arbeitgeber weiß, zum Beispiel von anderen Kollegen oder woher auch immer, dass eben die Hälfte der Mitarbeiter, und er weiß auch, welche Mitarbeiter, nicht geimpft sind. Jetzt sind wir noch nicht im Arbeitsrecht, sondern wir sind sozusagen bei dem, das ist ja interessant, dass der da seine Vertreter losschickt. Ich habe vor ein paar Tagen, ich glaube gestern, ein Video online gestellt, wo ich gesagt habe, daraus kann sich auch eine Haftung ergeben, zivil oder strafrechtlich. Das ist Neuland. Also das ist total gewagt. Da sagt man, wo gibt es die Rechtsprechung dazu? Gibt es natürlich nicht, aber wenn ich einfach juristische Prinzipien anwende, könnte man durchaus sagen, das ist vorhersehbar, nicht abwegig. Es gab Möglichkeiten, das abzuwenden, hat man nicht gemacht. Also hätte man doch schon eine Außerachtlassung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt. Ja, also auf eine Fahrlässigkeit kommen wir ja, glaube ich, ziemlich schnell. Im allgemeinen zivilrechtlichen sowieso, da sind ja die Hürden anders als im arbeitsrechtlichen Bereich. Genau. Also vielleicht noch für unsere Zuschauer, also zivilrechtlich brauche ich für eine Haftung auf Schadenssatz nur Fahrlässigkeit, und zwar leichte Fahrlässigkeit. Im Strafrecht brauche ich manchmal mehr, für Körperverletzung reicht allerdings auch Fahrlässigkeit. Im Arbeitsrecht, da seid ihr unterschiedlich unterwegs, da haben Arbeitgeber andere Pflichten als Arbeitnehmer, ne? Ja, da komme ich gleich tatsächlich drauf. Ne? Also die Arbeitnehmerhaftung, da habe ich auch mal ein Video zu gemacht vor ewigen Zeiten. Der Arbeitnehmer, kann man platt sagen, haftet erst ab grober Fahrlässigkeit. Also erst ab dem Punkt, wo er diejenige Sorgfaltspflicht außer Acht lässt, die jedermann sofort ins Auge springt. Wo jeder sofort sagt, das macht man doch nicht so einen Quatsch. Wir nennen das mal die Stirntheorie. Die Schuld muss auf der Stirn geschrieben stehen. Ja, das BRG schreibt ganz gerne, wenn es einem gerade recht ins Gesicht springt. Das ist das Bundesarbeitsgericht. Da liegt grobe Fahrlässigkeit vor. Also da kann man sagen, geht erst die Arbeitnehmerhaftung los. Beim Arbeitgeber sieht es anders aus, weil der auch wirtschaftlich stärker ist als der Arbeitnehmer. Da gibt es auch keine Haftungsdeckelung. Muss man allerdings auch wiederum sehen, im internen Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer und unter Arbeitnehmern desselben Betriebes gibt es in der Haftung tatsächlich erst ab Vorsatz. Das ist in SGB 7, ich meine Paragraph 195, ich bin mir gerade nicht sicher, ausdrücklich so geregelt, zumindest wenn es um Körperschäden geht. Kollege zu anderem Kollegen sind privilegiert und haften einander nur bei Vorsatz. Richtig. Das ist wirklich extrem. Das heißt, selbst wenn ich grob fahrlässig mit Symptomen zur Arbeit komme und einfach sage, oh, wird schon gut gehen, ich huste immer in einer Armbeuge, was grob fahrlässig wäre, aber solange ich darauf vertraue, ich werde niemanden anstecken, hafte ich nicht gegenüber meinen Kollegen. Also ich wage sogar die Behauptung, dass wenn ich weiß, ich bin positiv und ich gehe trotzdem zur Arbeit, mal abgesehen davon, dass man gegen diverse Quarantäneauflagen dann verstößt und dann auch an der Stelle so ein kleines Bußgeldproblem und ich glaube, bis zu 5 Jahre kann es sogar dafür geben, das weißt du, glaube ich, besser als ich, einem Infektionsschutzgesetz da kriegen kann, da komme ich dann schon auf bedingten Vorsatz. Also ich bin hier nicht mehr, wenn ich weiß, ich bin positiv und ich gehe davon aus, naja, komm, ich muss den Arbeuge. Das ist jetzt die schöne Abgrenzung zwischen bewusster Fahrlässigkeit und bedingten Vorsatz. Also die Jurastudenten, die werden jetzt gerade alle hellhörig, vor allem, wenn die kurz vorm Examen stehen. Aber ich komme hier eher auf bedingten Vorsatz, weil im Ergebnis, wenn ich dann sage, nee, komm, ich habe darauf vertraut, dass wenn ich in die Armbeuge huste, dass das dann gut geht, das ist doch so ein vorgeschobenes Ding, das ist doch eine Schutzbehauptung. Ne? Zumal, meine Erfahrung ist, die Rechtsprechung wendet ja diese Abgrenzung, bedingter Vorsatz und bewusste Fahrlässigkeit häufig auch dann, also die kommt dann eher zu einem Vorsatz, wenn das die Haftung überhaupt erst begründet. Also vielleicht hast du es auch bei Beamten, kommt man viel schneller zum Beispiel zu einer groben Fahrlässigkeit oder zu einer höheren Verschuldung, weil man sonst Leute gar nicht disziplinieren, reglementieren könnte. Also man setzt dann teilweise unterschiedliche Maßstäbe an, was die Sache so schwierig zu prognostizieren macht. Aber Philipp, kommen wir zurück zu unserem Fall, weil der eine User sitzt da und denkt sich, ja, was denn jetzt endlich? Ich gehe nicht hin zu diesem Vertreter-Ding. Okay. Also lieber einer User, der diesen Fall ins Rollen gebracht hat. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, jeden Arbeitnehmer im Betrieb vor Unfällen, vor Giften, vor Krankheit, vor biologischen Stoffen und darum, also unter die Biostoffverordnung fällt tatsächlich Corona auch, zu schützen. Und das sind die Möglichkeiten, die er hat. Und wenn ich jetzt einen Arbeitnehmer habe, insbesondere einen solchen mit entsprechenden Vorerkrankungen, dann
komme ich schon dazu, wenn ich eine Situation habe, der wird geschickt in so ein Meeting, am besten noch über mehrere Tage und dann trifft man sich abends noch in der Theke im Hotel oder sowas und der weiß ganz genau, die Hälfte von denen ist nicht geimpft. Und ich rechne mir aus, naja, die Geimpften sind ja schon nicht ganz ungefährlich, aber die Ungeimpften sind ja noch gefährlicher. Wir haben es ja gerade erst vom RKI gekriegt, mit der Tendenz, dass es also wirklich brandgefährlich ist für die Ungeimpften und für die Geimpften tatsächlich mit einer steigenden Tendenz. Das heißt, wir haben ja ein erhöhtes Ansteckungsrisiko. Auch wenn der zweimal geimpft ist, haben wir immer noch das Risiko für ihn ganz persönlich. Er kann möglicherweise vielleicht doch einen schweren Verlauf kriegen, wenn er entsprechende Vorerkrankungen hat. Und da haben wir ja die Fälle auch. Das hat ja keiner jemals behauptet, dass das ein 100%iger Schutz ist. Dann wird der wohl im Ergebnis, und ich fange jetzt an, sehr schwammig und vorsichtig zu werden, höchstwahrscheinlich ein Zurückbehaltungsrecht aus 273 BGB haben. Das heißt, er kann seine Arbeit zurückbehalten, ohne sich rechtswidrig zu verhalten. Muss gegebenenfalls, um das abzumildern, dann sagen, bitte schön, Chef, ich mache was anderes in der Zeit. Ich bin Vertreter, ich kann mit Kunden telefonieren, ich kann mit den Zoom-Meetings halten oder sonst irgendwas. Bietet er seine Arbeitskraft an, ja? Ja, also auf jeden Fall die Arbeitskraft als solche, damit es keine Arbeitsverweigerung wird. Aber ich meine schon, dass der hier insbesondere dann, und das sollte er machen, wenn er vorher zum Arbeitgeber gegangen ist, hat gesagt, lieber Arbeitgeber, schütz mich bitte, schick mich da bitte nicht hin oder gib mir die Möglichkeit, per Zoom irgendwie teilzunehmen, je nachdem, wenn das technisch geht oder das weiß man ja immer nicht. Mhm. Da muss der Arbeitgeber prüfen, habe ich ein Mittel zur Verfügung, mit dem ich den effektiv schützen kann. Wenn der Arbeitgeber das nicht kann, aus welchen Gründen auch immer, dann wird der wohl sagen können, nee, weißt du was, das ist mir zu brenzlig, ich fahre da nicht hin. Also dann sagt der Arbeitgeber, ich spiele jetzt mal Arbeitgeber, jetzt stell dich mal nicht so an, wir sind hier alle nicht geimpft und uns ist nichts passiert. Setz halt eine Maske auf, wenn du dich hier ängstlich fühlst. Ja, und wir sind ja auch eine große Familie und wir haben immer alles regeln können. Und was dann so Sprüche kommen, das ist das praktische Problem dabei, dass nicht jeder Arbeitgeber sowas immer sofort einsieht. Aber die Fallfrage wird sein, reicht die Maske als Schutzmaßnahme aus oder muss Nein, man auch, kein, auch keine FFP2-Maske, das wissen wir ja nun mittlerweile. Ne? Also die normale medizinische schützt ja nur andere davor, dass ich sie mit meinen feuchten Atem benetze und auch die FFP2-Maske hat ja nur einen sehr bedingten Schutz. Und wenn ich tatsächlich, wir reden hier von jemandem mit Vorerkrankungen, man wird von jemandem, der keine Vorerkrankungen hat, aber zweimal geimpft ist, wahrscheinlich eher verlangen können, dass der da hingeht und einfach Abstand hält. Aber jemanden mit Vorerkrankungen, je nachdem, was das ist, ne, lass das mal irgendwie eine Lungenerkrankung oder sowas sein oder ein gerade erst zurückliegender Schlaganfall oder was weiß ich, hat eine Herz-OP hinter sich oder sowas. Ne? Ja. Dann finde ich nicht, dass man das von dem verlangen kann. Praktisch wird es möglicherweise trotzdem dazu führen, dass der Kollege günstigstenfalls eine Abmahnung kriegt. Über die man dann aber streiten kann. Spielen wir es noch mal kurz durch. Er sagt, Chef, ich gehe da nicht hin, ich bin aber bereit, Homeoffice zu machen und die Kartei zu sortieren. Sagt der Chef, ich befehle dir, aufgrund meines Direktionsrechts gehe hin oder du kriegst eine Abmahnung. Daraufhin sagt der Arbeitnehmer, okay, nehme ich hin, ich gehe nicht hin. Daraufhin spricht er eine Abmahnung aus und vielleicht hat er vorher schon mal eine Abmahnung bekommen oder eine fristlose Kündigung. Dann kommt er zu dir und du erhebst Kündigungsschutzklage und sagst, die Abmahnung war nicht berechtigt und die Kündigung erst recht nicht, oder? Also der Chef muss sich dann schon überlegen, will er abmahnen oder kündigen. Beides aus demselben Lebenssachverhalt geht natürlich nicht. Vielleicht haben wir solche Konferenzen. Beim ersten Mal die Abmahnung, beim zweiten Mal. Spielen wir das mal durch, die machen das jeden Monat, uns einfacher zu machen. Und der hat sich seit Juli vehement geweigert, an solchen Meetings teilzunehmen. Und jetzt sagt der Arbeitgeber, jetzt haben wir ja die Faxen dicke, der macht das jeden Monat mit mir, der fliegt jetzt raus, der Unruhestifter, mache ich nicht mehr mit. Die anderen beschweren sich auch schon über den. Konsequent durchgespielt, nach der Meinung, die ich gerade vertreten habe, dass der ein Zurückbehaltungsrecht hier hat an seiner Arbeitskraft, insbesondere dann, wenn er was anderes anbietet, wird es dazu führen, dass diese Kündigung mit einem hohen Maß an Wahrscheinlichkeit, und auch da bin ich jetzt vorsichtig, wir haben da noch nicht viele Entscheidungen zu. Wir haben bislang viele Entscheidungen zu denen, die sich geweigert haben, eine Maske zu tragen oder sich testen zu lassen oder so. Da haben wir schon einige. Aber die Konstellation ist mir zumindest keine Entscheidung bekannt. Aber das dürfte mit einem hohen Maß an Wahrscheinlichkeit zu einer rechtswidrigen Kündigung führen. Mit dem Ergebnis, dass aus gutem Grund vorsichtig, Philipp, weil ich komme jetzt mit der nächsten Abwandlung und sage, jetzt haben wir nicht Vertreter, sondern jetzt habe ich einen Lehrer in der 5. Klasse mit lauter 10, 11-Jährigen, die allesamt nicht geimpft sind, die eine Inzidenz von 700 mittlerweile haben in manchen Regionen, wo man also sagen muss, wenn hier 25 Kinder vor mir sitzen und das ein ganzes Schuljahr hindurch, da werden welche sitzen, die infiziert sind und ich bin
trotz Impfung vielleicht risikobehaftet. Jetzt haben wir noch Beamtenrecht, aber nehmen wir mal an, es ist ein angestellter Lehrer. Könnt ihr denn dann auch einfach sagen, ich bleibe zu Hause? Für mich wäre die umgekehrte Frage tatsächlich viel interessanter. Wie reagieren eigentlich die Eltern dieser ganzen Kinder auf diesen Lehrer? Der Lehrer, der nicht unterrichten will, weil er Angst hat vor den infektiösen Kindern. Da kann es durchaus passieren, dass die Eltern sagen, nee, wir haben ja nicht viel mehr Angst vor diesem Lehrer, der sich nicht impfen lassen will. Unsere Kinder können es ja nicht. Okay, das ist eine Konstellation. Hier kenne ich tatsächlich, er hat die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Die Rechtslage ist in allen 16 Bundesländern relativ einfach. Ne? Wir haben eine 3G-Regelung, das heißt, der muss sich testen lassen. Hat natürlich das Risiko, die Kids sind alle mit Inzidenzen bis nach Ultimo behaftet. Da käme ich dann tatsächlich eher auch in die Richtung, und ich bin wieder vorsichtig, merkst du, ne? Dass man das schon mal argumentieren könnte, ja, lieber Arbeitgeber, der Arbeitgeber muss dich schützen, das ist richtig, aber du hast ja die Möglichkeit, du kannst dich impfen lassen. Die Kids können es nicht, zumindest im Augenblick nicht. Aber und es ist dein Beruf, es ist ja der Beruf des Lehrers, mit Kindern umzugehen, und jeder, der Kinder hat, weiß, wie das ist, wenn die, insbesondere so Grundschulkinder, wenn die nach Hause kommen und eine Infektion bei den Eltern lassen und wieder verschwinden und dann liegen die Eltern im Bett. Das ist bei Kindern ja häufiger der Fall und die sind alle unterwegs miteinander. Die sind ja auch privat sehr viel miteinander unterwegs und die schleppen natürlich auch die Grippen normalerweise durch die Gegend. Also ich würde jedem Lehrer auch sowieso sagen, lass dich auf jeden Fall einmal im Jahr gegen die Grippe impfen, schon aus Eigeninteresse. Da komme ich hier zu einer anderen Verantwortungsverschiebung. Unser Vertreter hier hat ja keine Chance. Der hat alles gemacht, was er machen konnte. Er hat sich impfen lassen, er hat seinem Chef Bescheid gesagt, hör mal, das geht so nicht, ich habe Schiss, ich habe eine Vorerkrankung. Kommt dann natürlich in die missliche Lage, gegebenenfalls seinem Arbeitgeber was mit Vorerkrankung erzählen zu müssen, was er ja auch eigentlich nicht muss. Das geht den Arbeitgeber zunächst mal nichts an. Aber aus pragmatischen Erwägungen sollte man es vielleicht mal machen. Also ich käme hier bei dem Lehrer, unabhängig ob Beamter oder Angestellter, eher dazu, dass man denen dann sagen könnte, nee, hier ist in Anführungsstrichen, weil wir in den Kategorien hier nicht rechnen, ein erhöhtes Eigenverschulden bei dir da. Weil du jetzt von einem ungeimpften Lehrer ausgegangen bist. Nehmen wir doch den gleichen Vertreter, den geimpften, doppelt geimpften, aber vorerkrankten älteren Lehrer, der sich vor den ungeimpften Schülern fürchtet. Also die Analogie zum Vertreterfall. Da käme ich, glaube ich, zu demselben Ergebnis wie bei dem Vertreter auch. Wenn wir einen vorerkrankten älteren Lehrer haben, der geimpft ist und alles gemacht hat und die Kinder sind ansteckend, das wissen wir mittlerweile, dass man es ist, dass dem nicht zumutbar ist, den da reingeschickt zu werden. Das ist, nein, da käme ich zu demselben Ergebnis wie bei dem Vertreter auch. So, nächsten Montag gehen keine Lehrer mehr zur Schule und geimpfte und ängstliche, vorerkrankte Lehrer mehr zur Schule und keine Vertreter mehr zu Vertreterversammlungen. Also, die rufen dann bei uns an und beschweren sich, weil wir das gesagt haben. Genau, und jetzt kann man sich überlegen, haftet man eigentlich für den Rechtsrat, den man auf dem Kanal erteilt? Aber wir haben, glaube ich, ausreichend Disclaimer oben drüber und drunter geklebt, dass wir natürlich nicht wissen, wie die Gerichte darüber entscheiden werden. Ich meine, das wird eine ganze Weile dauern, bis diese Fälle dann alles vor Gericht bearbeitet werden. Ich meine, wir kriegen jetzt erst die Urteile von den Lockdown-Maßnahmen vom letzten Jahr, die Sachen, die nicht im Eilverfahren gelaufen sind. Aber lass uns nochmal rekapitulieren für die, die jetzt zwischendrin nochmal abgeschaltet haben. Wir haben erstmal diese Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Ja. Wir haben zumutbare Verpflichtungen innerhalb des Direktionsrechts. Und wir wissen jetzt epidemiologisch und aus der, also wir Juristen sagen, das ist Fallfrage, dass eben Masken nicht hundertprozentig schützen, dass Impfungen nicht hundertprozentig schützen und dass Ungeimpfte ziemlich infektiös sein können. Nicht, weil sie mehr Viren verbreiten als die Geimpften, sondern weil sie häufiger infektiös sind und insbesondere, wenn viele Leute zusammenkommen. Und jetzt bist du zum Ergebnis gekommen, er könnte die Arbeit unter Umständen eventuell vielleicht, wenn keine Sonderfall gegeben ist, verweigern, ohne dass er deswegen gekündigt werden dürfte. Jedenfalls nicht wirksam. Das finde ich schon merkenswert. Die Formulierung finde ich sehr wichtig, weil meistens werde ich ja gefragt, werde ich dann gekündigt? Und da kann ich nur sagen, das weiß ich nicht. Wirst du. Ob es fällt vor Gericht? Kann ich verklagt werden? Du kannst für alles verklagt werden. Ja, so ist natürlich. Es dann, wenn Juristen untereinander, miteinander sprechen. Philipp, lass uns ein anderes Thema nehmen. Impfpflicht. Du hast in den letzten Wochen mehrere Videos zu 2G, zu 3G, zu Verpflichtungen am Arbeitsplatz gemacht. Du hast immer gesagt, es gibt ja keine Impfpflicht und die Gegner sagen, ah, das ist alles eine Impfpflicht durch die Hintertür. Machen wir es doch erstmal ganz platt. Dürfte der Bund eine Impfpflicht überhaupt einführen? Du hast gesagt, wir haben ein Problem mit den Zuständigkeiten, Länder und Bund. Also bleiben wir erst einmal
bei den Ländern dürften die Länder sagen, ich bin Markus Söder, ich will hier den größtmöglichen Schutz, weil ich bin, habe das schlimmste Land im Augenblick mit den Infektionen, ich mache jetzt eine Impfpflicht im Pflegebereich. Geht das? Im Pflegebereich würde es wahrscheinlich schon wieder gehen, weil das ja schon wieder Ländersache ist. Allgemein arbeitsrechtlich geht es nicht, weil das ist Bundeszuständigkeit. Da muss zwar regelmäßig der Bundesrat auch noch mal einen Tacken zu reden, aber generell alles, was arbeitsrechtlich unterwegs ist, haben wir eine Bundeszuständigkeit. Sondersituation tatsächlich mit der ganzen Krankenhaus- und Pflegegeschichte, weil wir da Ländersache haben. Deswegen konnten die auch diese 3G-Regelung in den Schulen im Pflegebereich und im Gesundheitsbereich überhaupt noch machen in den 16. Was in deinem Video gesagt wurde, die haben es geregelt über das Betretensrecht, ne? Weil sie quasi die Regelung haben, wir regeln die Klinik und nicht das Arbeitsverhältnis, in deren Zuständigkeitsbereich ist. Die waren sehr tricky. Die haben nicht gesagt, wir verpflichten die Arbeitnehmer da, sich testen zu lassen oder sich impfen zu lassen, sondern haben es tatsächlich darüber gemacht, also wir lassen überhaupt keinen in die Hütte rein, wenn der nicht getestet, geimpft oder genesen ist. Das war clever. Die könnten insofern Regeln aufstellen, auch eine Impfpflicht. Obwohl das Infektionsschutzgesetz ein Bundesrecht ist, sind wir dort in dem Bereich der Gesetzgebungskompetenz, wo die Länder es könnten. Mir ist es deswegen so wichtig mit der Kompetenzfrage, weil ich den Eindruck habe, manche ducken sich hier gerade weg. Also alle wollen, der Bund soll es regeln. Zum Beispiel Frau Schwesig sagt, der Bund soll doch mal eine Regelung machen, damit man selbst nicht der Buhmann ist. Aber dort, wo die Länder die Gesetze machen könnten, gibt es auch keine Entschuldigung, damit zu warten. Ich meine, das mit der Bundesnotbremse war ja eigentlich ziemlich peinlich. Die machen eine Regelung, die man auf Landesebene längst hätte machen können. Ne? Aber bleiben wir dann mal bei der, machen wir keine Politik heute. Also im Bereich Kultus und Gesundheit könnten die Länder selbst eine Impfpflicht für die Branche regeln. Oder nicht? Ah, du bist am Zweifeln. Du siehst mich mit dem Kopf wippen gerade. Das mit dem Betretensrecht, das kriege ich noch hin. Wenn es aber so weit geht, dass man sagt, auf Landesebene, wir verpflichten die entsprechenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sich impfen zu lassen, da komme ich schon in Probleme, erstens mit der Zuständigkeit, zweitens damit, dass man muss ja generell mal gucken, wie sieht das mit der Verfassung aus, kann ich die Leute überhaupt dazu verpflichten, damit habe ich weniger Probleme. Aber das Problem ist tatsächlich die Zuständigkeit. Die Länder dürften hier soweit gehen meines Erachtens auch aus dem Infektionsschutzgesetz nicht mehr in der Zuständigkeit drin sein. Alles andere, ne, dass die Länder alle gesagt haben, nur weil wir jetzt eine pandemische Notlage mit nationaler Tragweite haben, machen wir selber nichts mehr. Das ist ja Quatsch, das können sie ja die ganze Zeit aus dem Infektionsschutzgesetz trotzdem machen. Die Durchführung ist ja auf Länderebene. Aber eine Impfpflicht auf Landesebene für die benannten Bereiche würde ich rechtlich nicht mehr mitgehen können. Wegen der Zuständigkeit. Da greifen wir nämlich tatsächlich in eine Arbeitnehmerverpflichtung ein. Ja. Das tun die mit dieser 3G-Regel faktisch auch, aber die haben das eben tricky gemacht an der Stelle. Ja, der Punkt ist, wir können nicht so tun, als würden wir auf Landesebene etwas regeln, was in Wirklichkeit Arbeitsrecht ist. Ne? Weil Arbeitsrecht ist ganz klar Bundessache, Gesundheitsfürsorge, Schulen sind Landessache, das heißt, sie dürfen die Lehrpläne machen, aber die können nicht in den Lehrplan reinschreiben, dieser Lehrplan darf nur von geimpften Lehrern vorgelesen werden. Dann hätte man sozusagen seine Kompetenz missbraucht und damit dann Beamten oder Arbeitsrecht gemacht. Es gibt ja eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen, nämlich für alle, die irgendwie mit Kindern zu tun haben, insbesondere in Kindertagesstätten und auch im Jugendhilfebereich. Weiß ich ziemlich genau, meine Frau ist da tätig. Da gibt es ja eine Masernschutzpflichtimpfung. Und die ist aber ordnungsgemäß im Infektionsschutzgesetz auf Bundesebene eingeführt worden. Genau, das haben wir schon vor Jahren gemacht. Hängt auch beim Bundesverfassungsgericht. Im Eilverfahren haben sie gesagt, geht in Ordnung. Güterabwägung, Notwendigkeit, Erforderlichkeit, Angemessenheit im engeren Sinne. Und wenn das für Masern durchgeht, dann wird es für Corona wahrscheinlich erst recht durchgehen, zumal die Masernimpfung, gut, die hat ein bisschen andere, also hat viele Unterschiede, aber von der Abwägung her könnte man erwarten, dass das Bundesverfassungsgericht das ähnlich sieht. Das heißt, es hindert uns letztendlich nicht Jura, sondern nur Politik an einer Impfpflicht. Ja, das kann man, glaube ich, ja, so gehe ich mit, ja. Machen wir es mal andersrum, Philipp. Der Arbeitnehmer, der sich Sorgen macht, also wir sind jetzt wieder hier bei den Leuten mit dem roten Punkt auf Twitter, die sagen, wir brauchen eigentlich strengere Maßnahmen. Mhm. Kann der irgendwie von seinem Arbeitgeber oder vom Staat, ich weiß, zwei komplett unterschiedliche Sachen, Handeln einfordern? Ich tue mir nämlich schwer, den Staat mit der Verfassung zu einer Handlungspflicht zu bewegen. Siehst du eine Möglichkeit?
Würde ich jetzt auch nicht sehen, noch weniger tatsächlich außerhalb des Arbeitsschutzgesetzes gegen den Arbeitgeber, wo es ja auch maßgeblich dazu führt, dass der Arbeitnehmer jetzt kein bestimmtes Handeln verlangen kann, sondern nur verlangen kann, lieber Arbeitgeber, richte geeignete Maßnahmen ein, um mich zu schützen. Das kann er machen. Aber welche das sind, das obliegt nachher wieder dem Arbeitgeber, weil der ist ja Herr in seinem Unternehmen und das ist ja nach unserer Wirtschafts- und Rechtsordnung auch ganz richtig so. Noch weniger, ich sehe keine Möglichkeit, wie man den Staat irgendwie dazu zwingen sollte, quasi verklagen auf ein Handeln, eine bestimmte Maßnahme durchzuführen. Vielleicht findet sich ja wieder einer mit einer ominösen Sammelklage, wo er dann irgendwie 800 Euro netto. Oh je, ja, wir wollen seriös bleiben. Aber erinnerst du dich, du bist ja auch schon eine Weile unterwegs, 839 BGB, Staatshaftungsanspruch im BGB, weil der Staat es versäumt hatte, die Schutzmaßnahmen für die Reisebranche, ganz anderes Rechtsgebiet, wieder zu erlassen. Also da war es ja so, europarechtlich war durch eine Richtlinie vorgesehen, dass ein bestimmter Schutzmechanismus gegeben sein muss. Haben wir jetzt wieder gesehen, dass die Sicherungsscheine, die dann gemacht wurden, auch nicht ausgereicht haben. Und dann muss der Staat einspringen. Also da hat der Staat es quasi versäumt, Europarecht durchzusetzen. Das haben wir jetzt natürlich nicht, weil es keine europarechtliche Vorgabe gibt. Aber wäre so etwas denkbar, dass man den Staat am Schluss in die Haftung nimmt. Damit kann man ihn ja nicht dazu zwingen, was zu tun, aber man könnte sagen, hey, du hättest mal das Infektionsschutzgesetz anpassen müssen für eine Impfpflicht. Hättest du es gemacht, wäre meine Mutter, Großmutter, Schwiegermutter noch am Leben. Weil du es nicht getan hast, habe ich einen Schaden. Ja, jetzt muss ich mal überlegen, wie war das in der Uni mit 839 BGB, weil ungefähr zu der Zeit habe ich mich das letzte Mal damit befasst. Ja, ist auch wirklich rein spekulativ, da greifen wieder so viele verschiedene Rechtsgebiete ineinander. Aber ich sehe es mal platt gesagt, ne, soweit ich mich entsinne, ist das ja gerichtet auf ein staatliches Handeln, beziehungsweise ein Handeln durch einen staatlichen Berufenden, ne, meinetwegen der Lehrer, der Polizist oder Ähnliches. Wenn der sich entsprechend rechtswidrig verhält, insbesondere bei Körperverletzungen, da ist er in der Haftung drin. So ungefähr habe ich es. Du springst mir bitte, grätscht mir bitte rein, wenn ich hier Quatsch erzähle, weil das ist wirklich lange her, dass ich mich damit befasse. Der Punkt ist einfach, man braucht Umwege. Also wenn man den Staat bewegen wollte, dann muss man wahrscheinlich Dulde und Liquidiere betreiben. Ne? Also man muss es aushalten und am Schluss dann die Rechnung stellen. Die Rechnung für die Begräbniskosten ist natürlich ein bisschen zynisch an der Stelle. Ja, und ob die Erben dann noch 10 Jahre bis zum BGH dann auch irgendwie klagen wollen, das ist ja auch noch die große Frage. Da kann man sich gut zurücklehnen und sagen, ach, da wird schon nichts kommen, auch wenn wir uns rechtswidrig verhalten. Aber lassen wir es einfach mal so stehen. Kommen wir wieder zum Arbeitsrecht zurück. Jetzt hatten wir gerade behandelt, also was ist mit dem Ängstlichen, der nicht zur Arbeit erscheint? Was ist denn der Fall, der momentan bei dir auf den Tisch kommt? Sind es die Leute, die keinen Bock mehr auf Masken haben und sich gegängelt fühlen? Oder was sind die typischen Fälle, die so in den Kanzleien anlanden? Das ist eigentlich ziemlich durchmischt. Ich habe sehr wenige, die irgendwie sich durch Masken gegängelt fühlen oder Ähnliches. Aber vielleicht kommen die auch gar nicht erst, weil sie von meinen Videos schon abgeschreckt sind. Das weiß ich natürlich nicht. Ich nehme ja kein Blatt vom Mund. Ne? Du würdest mehr Geld verdienen auf der anderen Seite. Also ich ja, aber ganz nur anschauen, ehrlich, wir sind doch nicht nur Anwälte geworden, um schön reich und sexy zu werden. Bitte. Also das möchte ich unbedingt unterstreichen. Ich zumindest habe schon den Ansatz, ich möchte vor allen Dingen Leuten helfen, die einfach Hilfe brauchen gegen ihren Arbeitgeber. Das ist mein Job. Da, wo ich viel mit zu tun habe, seit Beginn der Pandemie, sind natürlich die Betriebsräte, die ich betreue. Da haben wir unheimlich viel über Betriebsvereinbarungen geregelt. Und das ist natürlich das Mittel der Wahl. Da kriegen wir nämlich auch solche Geschichten wie mit unserem Vertreter hier, können wir da reinregeln. Die Betriebsvereinbarung, die ich geschrieben habe oder mitgeschrieben habe für meine Betriebsräte, die wir ausgehandelt haben, haben wir in solchen Fällen regelmäßig ein Zurückbehaltungsrecht ausdrücklich reingeschrieben, und zwar unter Vorzahlung der Bezüge. Das führt nämlich dann dazu, dass der Arbeitgeber aus purem Eigeninteresse gehalten ist, den möglicherweise anders zu beschäftigen, wenn das kann. Sonst wird er nämlich bezahlen, ohne eine Gegenleistung zu kriegen. Und man muss mal platt sagen, insbesondere wenn wir mit den Betriebsräten und wir hantieren, die einzige Sprache, die Arbeitgeber wirklich verstehen im Ergebnis, ist Geld. Damit kriegt man sie immer. Und wenn sie feststellen, es kostet mich mehr, wenn ich die Schutzmaßnahmen nicht mache, als es mich jetzt kostet, sie einzusetzen, oder als es mich kostet, vielleicht mal jemanden eine Woche lang ohne Arbeit zu bezahlen, dann machen die eine ganz einfache Einnahmeüberschussrechnung und gucken, was unterm Strich bei rauskommt. Das ist ja auch vollkommen okay und legitim. Ich will das ja gar nicht verteufeln. Ja. Aber da ist es natürlich das Effektivste, und es wäre hier auch an unserem Vertreter vielleicht mal bei seinem Betriebsrat zu fragen, hört mal Leute, gibt es da eigentlich eine Regelung?
Klammer auf, das sollte er eigentlich wissen. Guter Betriebsrat hätte das nämlich bekannt gegeben in einer ordentlichen Betriebsversammlung und erklärt, was da drin steht. Aber jetzt sind die nicht alle immer gut. Und wenn man zu seinem Betriebsrat geht und kriegt zur Antwort, ja, wir hatten mal überlegt, irgendwie im März letzten Jahres, ob wir da was machen, aber wir haben uns entschieden, nee, brauchen wir nicht. März nächsten Jahres ist Wahl. Die Betriebsräte werden nächstes Jahr neu gewählt. Man sollte sich dann vielleicht überlegen, ob man solchen Betriebsräten auch weiterhin seine Stimme gibt. Aber das muss jeder für sich dann. Kommt ja auch darauf an, was für eine Dynamik. Ich meine, wenn in so einem Vertreterunternehmen die Hälfte ungeimpft ist, dann ist da vielleicht auch eine andere Überzeugung dort unterwegs. Sag mal, Philipp, ist die Impfquote abhängig von Branchen, Berufsarten, Bildungsstand? Oder ist das eine fiese Schublade jetzt? Ich weiß nicht, wenn ich jetzt meine eigene persönliche Perspektive nehme an dem, was ich mitkriege, da bin ich immer generell vorsichtig, weil ich kriege ja immer nur so einen Mikrokosmos mit. Ne? Und der Mikrokosmos muss ja auch nicht immer stimmen. Wenn es nach meinem Mikrokosmos gäbe, da gibt es 100% ausbeuterische, sklaventreiberische Arbeitgeber. Weil das sind nur die, mit denen ich dann zu tun habe. Mit den anderen habe ich ja nie zu tun. Das ist ja selten. Nein, also zur Ehrenrettung der Arbeitgeberseite sei gesagt, insbesondere wenn ich mit den Betriebsräten unterwegs bin, man kann mit den meisten ganz vernünftig und sachlich reden. Da sind natürlich unterschiedliche Standpunkte, aber da muss man irgendwo aufeinander kommen. Das ist normal. Insofern bin ich da vorsichtig, jetzt irgendwie zu sagen, es sind die Dummen in prekären Arbeitsverhältnissen. So weit würde ich mal nicht gehen wollen. Nach den Zahlen, die wir haben, ist es wohl so, dass der Gesundheitsbereich deutlich besser durchgeimpft ist, als man das im Augenblick so meinen mag. Zumindest soweit wir das bislang wissen. Ich glaube, die Jugendhilfe ist auch ganz gut durchgeimpft. Nach meiner subjektiven Beobachtung gibt es ein Problem bei Lehrern. Aber das ist eine rein subjektive Beobachtung. Ob die stimmt, kann ich an der Stelle überhaupt nicht sagen. Aber ich glaube nicht, dass das eine Sache für berufsspezifische Geschichten ist. Glaube ich nicht. Philipp, ich habe eine Frage vorhin nochmal verschoben, die ich jetzt nochmal stellen will. Du hast vorhin gesagt, du hast mit 30 erst angefangen zu studieren. Und dann rechne mal zusammen, dann warst du frühestens mit 38, 39 Anwalt. Was hast du denn die ersten 30 Jahre deines Lebens gemacht? Ja, also zunächst mal wurde ich geboren, bin in den Kindergarten oder in die Schule gegangen. So mal 18 bis 30. 18 bis 30 war auch relativ unspektakulär. Ich bin erstmal wie alle Soldat geworden. Ich habe auch ganz normal regulär mein Abitur gemacht, bevor jetzt irgendjemand meinte, ich hätte noch mal ein Abendgymnasium besucht, dafür wäre ich viel zu faul gewesen. Ich ziehe übrigens mal Mut vor den Leuten, die das machen. Also nach dem Job abends noch mal ins Abendgymnasium gehen und dann noch mal das Abitur nachmachen, das ist echt eine Leistung. Das finde ich immer wieder sehr anerkennenswert. Ich bin Schreiner ursprünglich. Oder wie ich gerne mal zu sagen pflege, im Gegensatz zu Ihnen, Herr Kollege, habe ich vor dem Juristendasein einen richtigen Beruf gelernt. Es gibt Kollegen, die kann man damit zur Weißglut bringen und das mache ich dann auch ganz gerne. Okay, das heißt, du kannst mit Werkzeug, du kannst, wenn die Schranktür abfällt, sie auch wieder ranmontieren und musst nicht erst einen Schriftplatz. Ich kriege die wieder dran und wenn das von ihr abplatzt, kriege ich es auch wieder dran und eine Oberfläche kriege ich auch bearbeitet. Schreiner ist auch ein total toller Beruf, das ist ein schöner Beruf, es ist nur auf die Dauer der falsche für mich gewesen. Und deshalb hast du gesagt, jetzt nochmal zurück an die Uni. Ja, so verkürzt, ja. Ne? Aber wie schon erwähnt, ich war dann auch im Handel tätig, in einem namhaften Baumarktunternehmen aus dem Südwestfälischen. Fängt mit H an und hört mit L wie ich die Probe für Baumärkte auf. Da war ich dann auch gewerkschaftlich unterwegs und im Zuge dieser gewerkschaftlichen Tätigkeit auch automatisch mit dem Arbeitsrecht in Verbindung gekommen. Ich hatte damals natürlich noch die Vorstellung, hier DTV-Ausgabe, Arbeitsgesetze, guckst da rein, kennst du die Rechtslage. Wir wissen beide, dass das natürlich Quatsch ist. Ich hatte auch eine Menge meiner alten Schulfreunde noch im Kontakt. Die haben Jura studiert, die haben an der Theke mal erzählt. Es wurde immer interessanter im Laufe des Jahres, der Zeit. Und irgendwann mal kam ich halt an so einen Punkt, aber dafür musste ich auch erstmal beruflich und privat so ganz nach unten abmarschieren, damit ich meinen Hintern wieder hochkriege, wo ich mir dann einfach gefragt habe, komm, willst du jetzt den Rest deines Lebens Schreiner werden bleiben oder machst du nochmal was anderes? Also nichts gegen Schreiner. Schreiner ist ein ehrbares Handwerk, ist ein toller Beruf, aber für mich war es eben auf Dauer nicht richtig. Und dann bin ich das nochmal angegangen und das war schwierig. Nach 10 Jahren normalen Lebens an die Uni zurück, das war hart irgendwie. Das war eine ganz andere Lebenswirklichkeit ganz plötzlich. Nochmal zurück zum Arbeitsrecht und deiner Praxis. Ich habe letztes Jahr erlebt, dass viele Arbeitsrechtler gejammert haben, gerade die auf Arbeitnehmerseite, weil nichts mehr zu tun war. Über Kurzarbeit gab es keine Kündigungen, keine Sozialpläne, Interessenausgleich. Du kannst nicht klagen über
fehlende Arbeit? Also ich hatte auf Deutsch gesagt letztes Jahr mehr zu tun, als mir irgendwann mal lieb war. Es waren meistens tatsächlich nur so Erstberatungsgeschichten, keine großen Prozesse. Ich meine auch, ne? aber im Großen und Ganzen wirklich Erstberatungsgeschichten, wo es tatsächlich um Kurzarbeit ging. Weil du ahnst gar nicht, was Arbeitgeber beim Thema Kurzarbeit so alles falsch machen können aus purer Unwissenheit, weil sie nicht vorher auch mal selber zu einem Anwalt gehen und sich beraten lassen. Mit dem Ergebnis, dass die natürlich auch irgendwann mal, ohne dass sie sich versehen, plötzlich Post vom sowohl der Bundesarbeitsagentur kriegen als auch von der Staatsanwaltschaft, weil wenn die Kurzarbeit nicht rechtmäßig vollzogen wurde, dann reden wir von Subventionsbetrug. Ob der dann tatsächlich als solcher auch bestraft wird, wird eine Vorsatzfrage sein. Aber es führt auf jeden Fall dazu, dass die Arbeitsagentur ganz gerne ihr Geld wiederhaben will. Und das ist natürlich bitter. Insbesondere dann, wenn sie es wirklich ausgezahlt haben. Ich habe eine Menge Geschichten gehabt, wo die Kurzarbeit angemeldet haben, aber ihre Leute ganz normal haben arbeiten lassen. Und dann nach dem Motto gegangen sind, die Allgemeinheit bezahlt das Ganze. Ne? Die haben also doppelt betrogen, nämlich ihre Arbeitnehmer um Geld. Die haben ja weniger gekriegt als mit Kurzarbeitergeld. Und die Gesellschaft nochmal um das Kurzarbeitergeld, was die Gesellschaft denen gelöhnt hat. Und eben auch hier wieder mit den Betriebsräten, wo wir die entsprechende Betriebsvereinbarung machen mussten, wo wir auch gucken mussten, wie lange machen wir das? Gibt es irgendwelche Draufzahlungen oder sonst irgendwas? Also ich hatte da viel zu tun. Okay, also du kannst nicht klagen, beziehungsweise musstest nicht klagen und deswegen kannst du dich nicht beklagen. Ich merke gerade, es gäbe ganz, ganz viele Themen, die wir mal miteinander tiefer aufbohren könnten. Zum Beispiel, wo du gerade Staatsanwaltschaft sagst, das Thema Scheinselbstständigkeit ist auch so ein Berührungspunkt zum IT-Recht. Wir haben ganz, ganz viele IT-Freelancer, die wollen gar nicht angestellt sein, wollen lieber selbstständig sein. Und dann gibt es ja eigentlich nicht nur selbstständig und angestellt, sondern auch die wirtschaftlich abhängigen Selbstständigen und die Kriterien werden immer durcheinander gemischt. Vielleicht können wir dazu irgendwann mal uns eine halbe Stunde nochmal Zeit nehmen, das auseinander zu fiesen. Ich glaube, das würde ganz viele Leute interessieren. Das können wir sehr gerne machen. Da kommen wir nämlich zum Thema der übelsten Ausbeutung, die es im Arbeitsleben gibt, nämlich die Selbstausbeutung. Allerdings. Wollen wir es dabei belassen für heute? Ich glaube, wir haben jetzt ein paar echt spannende Themen gestreift und können jetzt mal drüber nachdenken. Dann schauen wir einfach mal, was in den Kommentaren kommt und dann wissen wir auch, was wir danach vielleicht noch erklären müssen. Also ich bin mal gespannt, ob jetzt noch überhaupt jemand zuschaut oder noch zum Ende vorgespult hat und ob es noch Fragen gibt, die wir entweder in den Kommentaren oder in einem künftigen Video behandeln sollten. An der Stelle kann ich dich beruhigen. Ich habe ja auch ein paar gemacht zusammen mit dem Kollegen Brederek und dem Kollegen Felser, wo ich auch gedacht habe, boah, das Ding dauert jetzt eine Stunde, das guckt sich doch keiner an. Das sind echt mit die meistgeguckten Videos bei mir. Eigenartig. Das ist schon heftig. Ne? Aber ich bin nämlich tatsächlich immer bemüht, mich ganz, ganz knapp zu fassen, um Leute nicht zu langweilen, um ihnen nicht ihre wertvolle Zeit zu stehlen. Aber anscheinend läuft das irgendwie so beim Joggen nebenher im Auto oder auf Alexa in der Küche oder sowas. Und dann läuft da ein Video nach dem anderen und dann sind die froh, wenn eins mal ein bisschen länger dauert. Keine Ahnung. Man sieht es ja später in den Statistiken. Nach 50 Sekunden ist die Hälfte wieder weg oder so ähnlich. Ich finde es nur ein bisschen nervig, dass YouTube mittlerweile meine Zuschauer mit Werbung nervt. Aber wir kriegen es ja leider nicht abgeschaltet. Das ist schon sehr ärgerlich. Ich verstehe YouTube auch, dass die Geld verdienen wollen. Ja, klar. Ja, das wollen sie. Bisschen was geben sie am Schluss noch ab und dann fühlt man sich ganz reich. Aber man vergisst, mit jedem Euro, den sie auszahlen, haben sie 3 oder 4 wahrscheinlich selbst verdient. Ich weiß also nicht ganz genau, wie die. Ich verdiene mit meinen Videos keinen Cent. Hast du keine Monetarisierung eingeschaltet? Ich habe die nicht eingeschaltet. Ich will das nicht. Du kannst es mal ausprobieren und wirst vielleicht bemerken, dass deine Videos dann öfter angeschaut werden, was ein bisschen unanständig ist. Kannst du dir vorstellen, was da für ein Interesse dahinter steht? Na gut, also bevor ich hier einen Pakt mit dem Teufel eingehe, nein. Philipp, hat mich gefreut und ich weiß auch ganz genau, warum ich dich angerufen habe oder habe anschreiben lassen. Ich war den ganzen Tag lang unterwegs und ich bin total dankbar, dass das so kurzfristig geklappt hat. Also, dann beende ich mal die Aufzeichnung. Wo ist denn das hier mit der Aufzeichnung? Da oben.